Hallo liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu World of Warcraft mit Blondie. Wir müssen Ninjas töten und dazu müssen wir einen Ruderer ansprechen. Kann ich euch Schau helfen? mal, ahoi, Lichter die Ankersätze, große Geschichte. Auf ja. dann. Ah, cool. Der rudert, ich schieße. Na, schauen wir mal, das wird hier. Zielen geht. Ach, das ist wieder mit ne Zielen. Laden, zielen und dann irgendwie Feuer. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich hier feuern soll. Hallo? Ah. Ah, verstehe. Da mal abgeschossen. Alles klar, dann zum nächsten. Stopp! Halt, halt, halt! Halt an, mein Freund! Ich werde gerade wirklich zielen hier. Das waren viele. Drauf schießen. Danke. Jetzt fährt er weiter her. Schön stehen bleiben, Kollege. Schön stehen bleiben. Geht's zum nächsten bitte. Ah, da ist noch einer. Danke. Wo fahren wir denn jetzt hin? Halt, stopp, 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 stopp. Können wir schon mal laden. Viel Spaß. Und Feuer. Drei Schüsse schafft man also, dann fährt er weiter. Hooray, fertig. Zur Küste zurückkehren. Ah, okay, sehr schön. Da fährt er auch schon. Perfekt. Und ich habe vorhin meinen Posteingang geleert. Irgendwer hat eine Tunika gekauft für 10.000 Gold, deswegen steht da oben 14.000, noch was. Ist das nicht toll, wenn das funktioniert, was man so will? Was denn? Ah, okay, hätte ich da natürlich vorne verlassen können. Ah ne, wir müssen eh noch hier auf diese wunderschöne Insel. Die Jaguero-Insel. Um zu Jagueroen. Wie immer. Oder wie wir es schon mal gemacht haben. Voilà. Oh, los, lauf, Forest, lauf. Lauf, kleines Pony, du. Sollen wir 15 Ninjas töten? Also, wir waren ja schon mal auf dieser Insel, aber ich habe keine Ahnung, wo diese Ninjas sind. Oder wer diese Ninjas sind. Und vor allem, wie ich sie denn töten soll. Das kann spannend werden. Oder woran man die erkennt. Beschwört Blindauge. Ah ja, hallo. Ninja. Okay, dann machen wir das so. Süde Schläge, Mensch, 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 du. Den hat's aber.
Ich glaube, muss ich mich eigentlich nur hinter ihn stellen, oder? Um den ein bisschen auszuweichen. Ich kann Verstohlenheit. Du ja nicht. Zum Glück geht einfach ein Stück weg. Und schon funktioniert der Spaß. Okay, so funktioniert das also. Hier haben wir nochmal Eisen. Nehmen wir natürlich mit. Und weiter geht's. Linias Klopfhorn. Klopfen. Interessant. Er macht halt einfach weiter. Ob er ein Ziel hat oder nicht. So, zack. Okay, also hinter ihm geht nicht. Dann überall immer ein Stück weg. Dann funktioniert es ja genauso gut. Ja, da ist hier gerade keine Musik. Bisschen schade. Linias, hallo, wo seid ihr? Ja, mit Blindauge an meiner Seite kann ich die nur sehen, sonst nicht. Ich weiß zwar nicht, was Linias jetzt unbedingt mit Piraten zu tun haben, das ist mir noch. Ah, man kann die auch kiten. Schön. Schön, schön, schön. Warten und weg. So. Ich glaube, es auch noch diese Panther. Ja, jetzt auch die. Kommen wir jetzt nicht in die Quere mal. Das wäre es ja noch. Eine schöne Choreografie. 15 Stück von den Dingern wieder unboxen. Mann, Mann, Mann. Gibt halt auch angenehmere Quests. Über 5 Meter. Und das mal reicht. Da war gerade wieder dieses Geräusch von irgendeinem Panther. Krass. Folgen die nicht? Nee. So. Genau das meinte ich. Diese Panther gibt es natürlich ja auch wieder. Zu Genüge. Zurückreiten auf jeden Fall außenrum. Oh, jetzt kommt wieder hier noch so ein Gorilla, so ein Panther. Dieses blöd. Mal den. Hier zumindest noch ein Kraut dabei. Ninja besiegt, alles klar. Captain Blindauge kann ruhig mal mitmachen, ja, das wäre schön. Na, stampf mal kräftig, uff, Meister. Oh, wer kommt da? Sieht aus wie ein Mage, ist ein Mage.
Noch einen Ninja. Ninja. Operation Ninja. Oh, schön. Das geht zumindest gleich hier zu Ende. Das war alles? Er erfüllt die Anforderungen für diese Quest nicht. Für welche? Ah, okay. Dann haben wir einen Streitkolben und einen Kopf. Streitkolben. Das war alles? Das ist wenig, ja. Na gut, dann war das halt alles. Und wir reiten mal lieber außen lang, sicher, sicher. Wir sind nämlich zum Schiff zurück, genau deswegen. Spring mich ruhig an. Und auf welches? Auf das zweite, auf das da. Da gehen wir auch direkt im Wege hin. Will mir noch einer? Aha. Die Mietz geht nicht ins Wasser. Katzen halt, ne? Bisschen was, ne, können wir überhaupt nichts gut machen. Da hätte man auch gleich durchreiten können. Ah ne, doch, lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Lohnt sich auch hier hoch. Und dann hier hinten runterspringen. Müsste man schneller gewesen sein, sonst wäre man direkt geschwommen. Tja, ich werde es nie erfahren. Das würde ich gerne mal ausprobieren, solche Challenges hier eben. Ich habe einfach zwei Wege gesucht und dann den vermeintlich schnelleren einfach mal ausprobiert. So, das war's. Sind wir jetzt endlich ein richtiger Pirat? Mal schauen, was uns der Kapitän hier sagt. Ja, der war's, Stahlauge. Yay! That's it? Ah, hier kommt noch einer. Hallo! Alles klar. Beim nächsten Schiff sozusagen melden. Was habe ich eigentlich gekriegt? Hab ich gesehen. Handschuhe. Beweglichkeit eine Ausdauer mehr, aber da verliere ich 10 Tempo. Nö, das machen wir nicht. Jetzt da drüben. Juhu. Die Maid im Glück, das dritte Schiff dieser ganzen hier. Und ich habe ja mal mit meinem Hunter oder mit einem Jäger probiert, die Insane zu machen. Da braucht man ja die Blutsiegelbukaniere auf respektvoll. Das habe ich auch geschafft. Und da gibt es auch einen Erfolg, wenn man das schafft. Und da gibt es sogar Quests, die man noch machen kann. Weiß aber nicht, ob das noch geht. Allerdings war das dann sehr schwierig. Da vor allem dann die Booty Bay wieder freundlich zu werden. Heute Bucht. Ah ja, hier sind Pläne. Die meine Pläne sind ausgerollt, erklären alles, alles klar. Oh nee. Drei Stück. Gut, so, was muss ich machen? Sabotiert den Grog. Hier schon mal nicht. Wertverkäufer. Der ist. Oh, den können wir mal anquatschen. Hast du was Schönes? Natürlich nicht. Alles wird mal den gebunden. Alles verkaufen dann später. Vermutlich ja runter. Was mache ich denn hier schon wieder von Zeug? Ja, ich liebe sowas. Wenn man mich einfach ungefragt irgendwohin einlädt. Das
Sabotiert den Grog. Drückt den Korken hinein. Hier, ja. Multiple Ratchet plus 3, Blutsegel Bukaniere minus 25, oh mein Gott. Das war nicht gut. Drei Kombo-Punkte mit einem Schlag. Halala. Oh, hat er echt pariert? Krass. Schön. Glücklicherweise dicken die Dots. Dicken die Tots. Nein, ticken die Dots. Weiter geht's. Achso, das bringt ja überhaupt nichts. Was soll ich mit denn reden? Ich den nicht mal. Oh, cool. Winde verringert den Schaden. Dann muss das unbedingt hierher. So, was haben wir noch? Seid gegrüßt. Man sieht sich. Ah, hoppala. Ah, du bist also ein. Ey. Aha. Schönen Tag auch. Ja, entspann dich. Wo finde ich denn jetzt hier noch die anderen? Ah, hier nicht. Aber wahrscheinlich da drüben, ne? Oh mein Gott. So, dahin traben. Beziehungsweise dahin reiten. Auf diesem zweiten Schiff. Hier können wir, glaube ich, die restlichen machen. Die müssten. Braucht ihr etwas? Schuss von Mugare? Nee, brauch nichts, danke. Blindauge, Mechamikbla. Dann müsste man ja wieder hier unten sein, ne? Nur genau. Die anderen scheinen sich nicht zu stören. Dass hier gekämpft wird. Interessant. Halt. Ach, der Schaden ist der gleiche, nur die. Ah, ich verstehe. Da reichen also drei. Was kann ich für euch tun? Sozusagen. Tickt dann halt nicht so lange, ne? 8 von 9 und. Hallo! Für die Allianz. Achso. Ja, es ist ja eigentlich egal. Der Schaden muss reinkommen und der kommt ja auch rein. Quest beenden, sehr schön. Was gibt's hier noch? Schießpulverfass. Sabotiert. Du musst mir auch noch was sagen. Seid vorsichtig. Ist klar. Und wer ist es jetzt noch? Kanonenkugel sabotiert entsprechend mit der klagenden Mary. Ach, der anderen. Oh mein Gott. Also alle drei Schiffe müssen wir jetzt sabotieren. Warum auch immer? Ja, eigentlich meine Schiffe. Ich wollte doch Pirat werden. Ich verstehe es nicht. Naja, wieder. Also auf nach unten. In den Laderaum. Und irgendwas sabotieren, genau. Schmiert die Kanonenkugel. Juhu. Und verteilte Talentpunkte. Hey, mal wieder. Toll. Halt, so, hier, Talente. Ihr könnt über maximal 6 auf hin, ich muss CM. Erwartung. Oh, das ist. Puh. Erwartung. Ihr könnt bis zu 10 Kombo-Punkte verfügen. Wow.
Das ist interessant, da kann man die ein bisschen sammeln. Probier mal aus. Kann ich euch helfen? Ach, der hatte die Schusswaffen hier. Wo war denn die Bitch? Die Bitch, hier war die Bitch. Grüße. Lebt wohl. So, und du? Und, falsche Richtung. Was ist jetzt passiert? Ah. Meldet euch bei Baron Revendare. 2 Minuten Hearthstone, leider. Aber wir können ja schwimmen und reiten. Reiten und schwimmen. Musste ja vorhin schon zurück nach Booty Bay, um das Rationshaus kurz zu scannen. Auktionen stehen wir drin und wie gesagt, die 10.000 Gold für diese eine Lederbrust war das, glaube ich. Interessant, das kauft halt immer noch jemand, das finde ich toll. Das gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Das ist übrigens auch ein interessanter Fakt, das kann man mit der Serie mal machen. Mal schauen, wie viel Gold man so verdienen kann, wenn man das verkauft, was man eigentlich so kriegt und das, was hier so ein bisschen am Wegesrand liegt, mitnimmt. Also nicht farmen, sondern einfach nur das einpacken, was sowieso da wäre. Und ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir sind zwar kein Pirat geworden, aber hey, wir werden sicherlich eine tolle Schurke, eine tolle Schurkin. Wenn es euch gefallen hat, gern ein Daumen oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl, euer Thomas.